Hello Dudes, willkommen zur Folge 107. Killer macht sich gerade sein Schwertchen unten noch zurecht, weil wir haben jetzt irgendwie keine Lust zu buddeln. Das haben wir zwar jetzt angesagt in der letzten Folge, aber wir kennen hier unsere Umgebung noch gar nicht. Deshalb haben wir ja schon festgestellt, dass das scheinbar eine Insel ist und die wollen wir jetzt erstmal ein bisschen uns erkunden. Wir wollen einmal um die ganze Insel herumlaufen. Genau. Und mal schauen, was uns erwartet. Vielleicht finden wir noch die ein oder andere Höhle oder sowas. Und vielleicht finden wir auch generell einen Übergang. Also vielleicht finden wir Land, das gar nicht so weit von uns entfernt ist. Mit viel Glück. Ja. Soll ich eine Karte machen? Ich mache eine Karte. Ich glaube, das wäre ziemlich cool, oder? Eine Karte? Eine Karte. Ich schaue, wie eine Karte geht. Warte, Karte. Warte. So, weil das wäre echt mal interessant zu wissen, ob da jetzt was um uns drum herum ist. Wahrscheinlich, es muss irgendwas da sein. Und was es ist. Weil von weiter weg sah es ja eigentlich nur aus wie... Kacke. Kompass brauchen wir. Ach, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Machen wir da so viel Scheiß machen. Nee. Stimmt, Kompass haben wir jetzt gar nicht hier. Und das ganze Gold. Und Papier muss man machen. Und, es ist ja nur eine überschaubare Insel. Ja. Oh, guck mal, schon nachgewachsen hier. Yeah. So muss es immer laufen. Zick, zack und fertig. No. Wo sollen wir langlaufen? Nach links eher, ja, oder? Okay. Laufen wir links. Oder wo bist du? Hier, links. Wir laufen jetzt einfach bis ans Ende, bis das Meer quasi anfängt. Ja. Und dann laufen wir entweder links oder rechts. Und dieses Mal haben wir auch die Hälfte vom Tag erwischt, wenn man nach oben schaut. Sieht man den Sonnenstand. Ich habe übrigens in der vorletzten Folge mal geschaut, da haben wir irgendwas gemeint von wegen Sternschnuppe. Ich habe die gar nicht mehr gesehen im Video dann, aber ich weiß, da war irgendwas. Was für eine Sternschnuppe? Das weiß ich gar nicht. Hast du gemeint, oh guck mal, eine Sternschnuppe. Und ich habe die auch im Augenwinkel gesehen, oben links. Aber ich habe im Video ganz... Ich habe das Video halt angeschaut zwei, drei Mal und konnte es nicht erkennen. Ich wollte gerade sagen, sehr genau, aber so, ich habe es einfach ein paar Mal angeschaut und kurz geguckt. Beim Rendern noch war das, glaube ich. Schau mal, okay. Es geht ja doch weiter hier, oder kennen wir das hier schon? Aha, doch keine Insel. Das hat man von oben gar... Das muss man von oben gesehen haben. Vielleicht hört es da hinten ja auf. Ah ja, da hinten hört es, glaube ich, schon auf. Wenn wir Glück haben, finden wir jetzt hier direkt einen Sumpf und können diese Blätter mitnehmen, diese Seerosenblätter. Oh, komm mal her. Komm mal. Hast du da etwa eine Höhle gefunden? Eventuell hätten wir hier was, das markieren wir gleich wieder für einen unserer Gäste. Ja. Wow. Okay, oh ja. So, ich mache hier wieder ein kleines Türmchen mit Fackeln dran, einfach so zur Markierung. Ja, wenn eventuell noch ein paar mehr finden. Jetzt auch mal hier. Ja, das kann man sich ungefähr merken, das hier. Okay. So, weiter geht's. Ah, schon mal hier. Entdecken. Sollen wir es direkt abbauen? Jetzt wollen wir das hier sehen. Hast du eine Schaufel? Ja, auf jeden Fall. Nehmen wir mit. In der Schaufel geht das... Sogar Eisen. Ja, es geht besser mit der Schaufel. Ich sammle es auf. Warte mal, hier ist sogar noch müssen wir gerade das Dirt wegmachen. Boah, ist ja richtig viel. Oh, jetzt reißt mich die Strömung, ne? Tirolisch. So, das war's jetzt, oder? Weiß noch, hier. Vor mir. In the middle of the sea. Haben wir ein wenig Pipi. Okay, alles aufhebe. Das finde ich immer eklig. Wenn Leute ins Wasser im Schwimmbad. In the swim bath. Die machen doch jetzt so ein Mittel rein, dass es blau wird, oder? Aber ist mir aber noch nie aufgefallen. Ja, auch noch nie. Ja, wahrscheinlich. Ach, guck mal, hier ist. Muss wohl öfter ins Wasser strömen. Hier wäre auch noch was. Selbst ins Wasser pinkeln und beobachten, ob es blau wird. Das ist der Beste. Als ich mal in Ägypten war, Urlaub machen, da gehen die Leute mit voller Kleidung ins Wasser. Das fand ich eklig. Also die sind komplett angezogen. Also halt so arabische Frauen waren das. Die waren halt in ihren... Die dürfen das halt nicht ausziehen, ist klar. Die dürfen ja nicht im Bikini rumlaufen, wenn sie tagsüber
Ja, klar. Das Gesicht und alles verdecken müssen. Und die gehen dann einfach mit voller Montur da rein. Die ziehen nicht mal die Dinge aus. Also nicht mal, dass die Füße nackt sind. Ich habe gehört, so Schwimmbäder gibt es auch in Deutschland, wo das. Beziehungsweise ich habe gehört, es gibt welche, die, wo es verboten ist, aber es gibt auch welche, wo es kein Problem ist. Krass. Okay, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Oh, guck mal hier. Was ist denn hier los? Unterirdischer See. Was? Aber es ist ziemlich überschaubar. Okay. Ich habe jetzt gehofft, das ist ein bisschen größer. Ja, okay, gut. Dann lass mal hier auf den Berg hochgehen. Es wird langsam dunkel. Yay. Vor allen Dingen, es ist irgendwie eine. Wenn es eine Insel ist, ist es eine große Insel. Fuck, warte mal. Ah, jetzt habe ich mein ganzes Zeug weg. Guck mal, das wären jetzt 4 Stück auf einmal gewesen. Hühner. Aber, ach so, wir sind ja eh. Die können wir ja nicht durchs Portal mitnehmen. Wir haben ja eh eine Hühnerfarm. Oh, nee, das ist ewig viel Land. Das geht da hinten richtig weit. Ja, wir haben das verschätzt ein bisschen. Doch. Also, ich meine, es ist zwar nur diese dünne Landzunge, die das Land führt, aber trotzdem. Ich schau mal, ob es da hinten dran weitergeht. Es geht weiter. Riesig geht's da weiter. Oh, das sieht aus wie das Neta. Ich habe hier gerade so einen kleinen Grafikfehler. Da ist alles so rot. Ja. So Neta-mäßig. Ja, okay, gut. Wo bist du? Bist du auch? Ah, genau, du kommst gleich hier hoch. Also, ich meine, gut, hier hat die Insel doch kurz auf. Hier hat sie keinen Landkontakt mehr, aber hinten dran geht es direkt wieder weiter. Wo bist du eigentlich? Hier oben, auf dem Berg. Da. Gerade eben war der Name über einem Huhn und du bist genauso mit dem Huhn mitgelaufen. Das sah crazy aus. Wallen das Huhn. Hier, schau, da ist dann eine kurze Unterbrechung, aber es geht wieder weiter da drüben. Yeah. Ist auf jeden Fall ein geiler Ausblick. Sonnenuntergang da hinten. Guck dir mal dieses Gebirge an. Ich zoome da gerade rein und führe die Kamera. Sieht geil aus. Über diese Valley. Vor allem das. Sehr beeindruckend. Schau mal, da unten das Gras, das ist viel grüner wie hier. Siehst du das? Ja. Das ist hier so Schimmelgras und das ist saftiges Gras. Schimmelgras. Ja. Ey, wir wollten doch so einen Garten machen, so richtig geil. Ich nehme die Rose. Oh, 2 Creepers. Die helfen uns beim Abbauen. Ja. Boah, da oben sind noch mehr. Komm, Risiko. Was? Seit wann? Ich wusste es gar nicht. Die können ins Wasser. Ja, aber die sind einfacher im Wasser zu besiegen, weil sie immer zurückgepusht werden. Kacke ist es da mit den anderen Knilchen, mit diesen, mit den Bögen. Das ist richtig schlimm, wenn man im Wasser ist und die sind an Land. Sollen wir dieses grüne Gras hier mitnehmen oder glaubst du, das überwächst? Nee, ich glaub, das hat was mit Dunkel und Schatten zu tun. Das gibt irgendwie keinen. Gibt's ja nicht verschiedenes Gras. Auf jeden Fall. Ich bin mir ziemlich sicher. Okay, ich baue von da hinten eins ab und baue's hierher und dann gucken wir mal, ob's. Ja, warte, ich nehme das hier mit und guck, ob's heller ist. Achso, halt, das ist Quatsch. Wenn du es abbaust, ist es ja eh ein Stück Erde. Warte. Weißt du, wir müssen die beiden Erdestücke verbinden übers Land und dann müsste das Gras drüber wachsen und dann sieht man das. Okay, ich mache eine Fackel hier, mal gucken. Ist es jetzt saftiger? Fuck, schnell zurück. Na, Creeper, hör auf. Oh, das habe ich doch gerade aufgehört. Oh, der hat den Zombie weggeprescht, wie geil. 2 Hände, ein Zombie-Hand und ein Creeper-Hand. Haben Creeper überhaupt Hände? Haben wir die Rosen? 7 Rosen. Hinter dir. Das passt schon, gell? Das passt schon. Ich hab im Flug in die Fresse reingerotzt. Bam! So richtig schön bam in die Fresse. So richtig bam. In your face. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche. Wenn man in der Wüste so langsam auf Gras trifft, ist es auch anders. So matschiger und so ein bisschen heller, bräuner und sowas. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Grasfarben. So, wachse zusammen, los. Wachse, Gras, wachse. Und in der nächsten Folge weitere Grasgeschichten. X-Faktor. Läuft das überhaupt noch? X-Faktor. Ich weiß nicht, also wenn dann nicht mit diesem geilen Jonathan Freaks oder Frakes oder Flakes, sondern mit diesem alten. Jonathan Freakop, der mit dem weißen Haar. Der mit diesem, ja, dieser, hallo Leute, ich bin der neue Dödel, der hier halt. Dieser, Der ist nicht so cool wie der Free. Oh! Der hat dir in den Kopf geschossen, ey, wie das aussah. Wie der Morgan Freeman. Freeman, you. Sonnenblume nehmen wir auch mit, komm. Warte. Hack ich die gerade kaputt, ey.
Weißt du, wir können so einen wunderschönen Garten errichten mit Blumen. Wir müssen halt irgendwo hinten so ein kleines Gärtchen machen. Ein Gärtchen. So einen kunstvollen Garten. Deswegen brauchen wir allerlei Blümer. Blümer. Ah, wir haben doch genug Knochen. Wir können auch mit Knochen, Knochenmehl auf dem Boden, dann bam. Lass uns erstmal heimlaufen. Hier ist mir zu viel los. Ich bin fast down, deswegen renne ich jetzt erstmal davon. Ja, geil. Ich habe die Explosion genutzt, um zwei zu fisten. Okay, warte. Ist weg? Ich habe nur noch 3,5 Herzen. Also ich gehe zu den Zombies, die sind nicht so schlimm. Aber die Archer sind eklig. Hey Zombies, was macht ihr hier? Ich hab schon voll die Himmelsrichtung verpeilt, von wo das Schloss ist. Oh no. Weißt du es auch nicht? Ich weiß es, natürlich. Ah, okay. Hier, voll, komm zu mir, wo bist du denn? Ja, Bogen, geil. Ah, fuck. Bogen gekloppt. Siehst du mich? Warte. Ich werde angehittet. Ich bin gerade bei dieser Höhle, die du gefunden hast, die überschaubare Wasserhöhle. Und jetzt bin ich, da vorne sehe ich schon die Höhle, die du gefunden hast, wo du die Fackel dran gesetzt hast. Oh, fuck, du bist ja schon voll weit. Okay, ich gucke jetzt frontal auf dieses Gras-Hell-Dunkel-Bild. Vom Dunkeln aufs Helle, ne? Da musst du dich umdrehen, komplett einmal. Um 180 Degrees und dann läuft es so ein bisschen links geradeaus. Links angedödelt. Ach du Scheiße, ich komm dir wieder entgegen, aber. Nee, okay, ich hab's. Siehst du mich? Kannst du wieder umdrehen, ich bin da. Okay. Achtung, ich werde zwei Skeletons in die Luft werfen. Bumm! Oh, die leben. Die Explosion war sehr nahe, also du bist wohl richtig gelaufen. Ich habe auf jeden Fall einen Bow abgreifen können von einem Skeleton. Okay. Und ein paar Pfeile. Bogen konntest du abgreifen, geil. Ja, einen Bogen, ganz einen Bogen. Folgen Sie mir, schauen Sie, da müssen wir lang. Oh, Dödelmann. Scheiße, ich habe kein Schwert mehr. Ich versuche so ein bisschen anzufisten. Mit dem Creeper können wir da bestimmt was deichseln. Mit seinem scheiß Dirt in der Hand. Da hinten ist er. Der rennt weg. Alter, vor mir, dass ich weg. Hinter dir. Boah. Oh, ich bin am Sterben. Oh. Fuck. Okay, ich heb kurz deine Sachen auf, nur damit ich wieder ein Schwert hab. Fuck, wo ist das Schwert? Okay, tot. Komm schon, ein Auge. Für den Tod wenigstens ein Auge. Nicht. Warum? Du hast Bone. Ah, das ist Bone Meal. Ich dachte, du hast eine Flasche Milch dabei. Ja. Eine Flasche Milch. Ja, gut, wenn ich jetzt. Wenn ich schon die Hälfte aufhebe. Also, ich meine, gut, du kannst doch alles aufheben. Eigentlich Egil. Ich komme. Da hinten bist du schon. Siehst du mich? No. Wo ist der? Ich bin Richtung Schloss. Ich guck gerade aufs Schloss. Stück drunter. Warte, ich komme. Achtung, da bin ich. Ah, da ist die Tür. Ich war in einer Höhle. Siehst du das Ei, das ich zu dir hinwerf? Guck mal hier. Warte. Boah, kannst du weit schmeißen. Alter. Ey, das ist einen halben Meter vor mir geplatzt. Ich will auch ein Ei schmeißen. Ich hab vorhin welche hier gehabt. Ja, schmeiß eins. Warte. Oh, fuck. Jetzt muss ich ein bisschen zielen. Du triffst mich gleich. Warte. Boom. Bam. Let's go. Gehen wir erstmal heim zu Hause, kannst du mir dann meinen Kram geben. Oder gib mir mal, willst du Schwert oder Bogen haben? Ich kenne dich doch, du willst einen Bogen. Warte, ich will noch kurz. Schieß den Creeper an. Wie er guckt, was? Schießt da jemand? Er lacht. Guck mal, wie er lacht. Oh, mein Junge. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Pfeil? Ja, oh, warte mal. Pfeil. Also ich habe eine Feder, die können wir auch nicht schießen. Warte, ich schmeiß jetzt erstmal den Bogen rüber. Wo haben wir einen Pfeil? Ich hab bloß, ich habe jetzt alle verschossen. Ne, hier, zwei Pfeile. Zweimal darfst du schießen. Creeper. Let's go. Warte, ich zoome rein. Okay. Einer ist der erste ist der Kalibrationsschuss. Ja! Du hast ihn auf den Baum hochgeschossen. Nein, weg dich, weghüpfen. Oh! Was ist da los? Irgendwas beißt mich. Scheiße. Warte. Hast schon geschossen.
Ertrinke, Motherfucker. Schade, dass ich kein Ei hab. Abschmeißen, mit Eier abschmeißen. Ich hab wieder eine Feder. Ich hab wieder einen Bogen. Ich hab den. Ich geh ein bisschen näher ran, um den abzuschießen jetzt, den Sack. Einmal habe ich jetzt schon angehittet. Der letzte Pfeil, damit kill ich ihn. Ich hoffe, man braucht nur zwei. Die, Motherfucker, die. Oh je. Ich schau gerade, wo deine Pfeile sind. Oh, sind das so Enderman-Flocken da im Wasser? Nee, was sind das für komische lilanen Knöpfchen? Flex. Just normal Flex. Och man, Tune-Up nervt. Der kommt alle 5 Minuten. Update für Tune-Up-Utilities verfügbar. Und dann klickt man auf Updates installieren, aber vorher müssen sie die Vollversion kaufen. Ah, das bei mir auch ein paar Mal. Warum bringt er dann die Meldung, wenn ich vorher irgendwas kaufen muss? Den installierst du einfach. Ich bin zu faul dafür. You must just do. Ja, yeah, man. Heute Abend gucken übrigens Killer und ich machen einen fetten DVD-Abend. Ja. Meine Eltern gehen in Urlaub für 2 Wochen nach Frankreich. Und da werden wir das Wohnzimmer nutzen, um einen schönen DVD-Abend zu genießen. Das wissen Wallens Eltern haben so ein riesiges Haus und so ein Wohnzimmer, das ist so geil, so ein riesiger Fernseher, ein Dolby Surround 8 Trillionen Punkt 1 und so ein Überlautsprecher und mehr. Das ist voll cool. 8 Trillionen Punkt 1. Ja, das ist ganz neu. Das wird frisch erfunden. Das hab ich gerade extra erfunden. Schau doch mal, dieser kleine Weg. Die Aufgabe des Todes. Das ist eigentlich ein Let's Adventure. Genau, hier. Wir müssen rumspringen und so. Das Gras ist Lava. Okay, warte, wo hier? Wo gehst du lang? Ach, so, hinten lang. Oh, schau doch. Das ist so gefährlich. Schau doch mal, ein Burgflöß. Bauen wir es ab. Und erweitern unsere Burg damit. Huch, das ist unsere Burg. Aua. Oh, fast hingefallen. Wir könnten ja mal so ein. Mir fällt gerade was ein, weil wir hier gerade so auf Adventure sind. Jeder könnte dem anderen. Ah, wir können hier keinen Kreativmodus machen. Fuck. Egal, das können wir aber auch so machen. Jeder könnte seinem Bruder, also wir zwei, eine Adventure machen mit 1000 Fallen drin und so. Oh, meinst du mit so Buddy-Funken? Das wäre eine geile Spezialfolge, was weiß ich. Für 1 Trilliarde Abonnenten. Ich baue dir eine Fallen-Map und du baust mir eine. Vielleicht besteht die nur aus 3 Fallen, aber das muss man einfach packen. Und danach musst du meine Prüfung bestehen. Und andersherum. Okay. Oh yeah. Pff, ich warte unten, wo bist du? Ah, da kommst du, okay. Du bist so gemein, Junge. Ich muss jetzt erstmal was essen. Ah, ich hab das Brot bei mir, ich Idiot. Warum hab ich das nicht im Inventar drinnen? Okay, jetzt erstmal Brot essen. Ein bisschen dödeln, ein bisschen knödeln. Was ist hier drin? Nichts. Wir haben immer noch erst 2 Ender Pearls, Ender Augen. Nee, Pearls. Ja, obwohl wir jetzt schon wieder 2-3 gefistet haben. Das ist ja das Schlimme. Ich schmeiß doch mein Zeug wieder rüber. Ah ja, genau. So, du hast ganz viele Äxte dabei gehabt. Oh je. Das Austauschen der Gegenstände erfolgt schnell und ohne Zwischenstopp. Warte, das ist einfach einräumen, oder? Fällt mir gerade ein. Ich meine, eigentlich ist es egal, wir gehen doch jetzt eh nicht weg. Also du stehst da so da. Okay, warte mal, also das hier und das hier. Okay. Ja, nee, das ist, nee, das sind wir nicht. Jetzt zack, bumm, rein. Flower rein, Gunpowder hier rein. Gebautes, nee. Wo ist Crafting Crown? Yo. In der Mitte. So, dann scheint jetzt alles weg. Und ich glaube, damit haben wir auch schon die Folge 107 beendet hier direkt. Ganz genau. Das ist noch gebaut. Komm, wir gehen nochmal kurz in den Ding rein. Du weißt schon, in den Kanal. Da gehen wir dann zum Abschluss nochmal rein. Ich glaube, jetzt haben wir ihn echt abgeschlossen, diesen Hauptkanal. Die weiteren Kanäle folgen dann noch, aber das werden nur so etwas dünnere Kanälchen. Genau, also das ist auf jeden Fall der, wie Killer schon gesagt hat, der Hauptkanal. Und dann kommen von seitlich nochmal so kleine Nebenkanälchen, die so da rein münden. Kapillar-ähnliche Kanälchen.
Also an dieser Stelle wirklich nochmal ein herzliches Dankeschön an diesen geilen Tipp. Das sieht richtig fett aus. Das hat unseren Kanal zu einem neuen Ort. Ja, ich will jetzt immer hier unten sein. Komm, wir stellen hier unser Bett hin. Mitten rein, scheiße Klumpen schwimmen an einem vorbei. Ah, oh, yeah. Da macht es Spaß. Eine Sache müssen wir noch machen. Wir müssen diese Lindenblätter. Genau, und hier unten brauchen wir noch so ein Gitter. Ah, stimmt, ja. Weißt du, wie ich oben am Fenster... Ja. Oh Gitter. Mein Gott, wir sind noch nicht fertig. Tja, Leute, wir sind noch nicht fertig. Oh, sorry. Okay, in der nächsten Folge besorgen wir die Lindenblätter und noch vielleicht 4, 5 Gitter, die wir dann verteilt hinsetzen und dann ist das Ding hier fertig. Dann erkläre ich es für beendet und Killer, oder? Nee, also die Seerosenblätter oder Lindenblätter, ich weiß nicht, und die Dinger. Und dieser Tröpselscheiß, wir haben bestimmt den geilsten Kanal, den jemals einer gebaut hat. Wahrscheinlich hat keiner einen Abflusswassergedödelkanal gebaut. Nur wir, weil wir so cool sind. Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.